Pusteblume. Huch, das ist ja Erde. Ja, das ist ja ein Ding. Ja, Erde. Wie kommt denn Erde von oben auf mein Frühstück? Aber ich glaube, das kann ich rauskriegen. Nur durch Nachdenken, nur durch Kombinieren. Wollen wir mal sehen. Also Erde fällt von oben auf mein Brot. Aber Erde fällt ja nicht vom Himmel. Also muss die Erde vom Dach runtergefallen sein. Genau. Aber ich habe doch keine Erde aufs Dach gebracht. Ein anderer war auch nicht hier. Es muss ein Tier gewesen sein. Und zwar ein Vogel. Welches Tier kommt sonst aufs Dach? Und was für ein Vogel? Ich glaube, eine Schwalbe. Schwalben bauen sich ja Nester oben unterm Dach. Und die brauchen auch Erde zum Nestbau, ja. Es muss eine Schwalbe gewesen sein. Jetzt wollen wir mal sehen. Ja, da oben. Ja, ja. Da oben, da ist ein Schwalbennest. Ja, ich hatte also recht. Und das habe ich rausgekriegt, nur durch Nachdenken und Kombinieren. Mhm. Ja, am Anfang hat man immer eine Spur. Das war die Erde hier. Und dann denkt man nach und dann hat man's. Das ist doch ein schönes Spiel. Das macht Spaß. Das können wir doch mal weiterspielen. Da drüben geht gerade einer vorbei. Ja, das ist einfach. Das ist ein Polizist. Ja, na, wollen wir mal sehen. Ah, er da. Er geht so langsam. Kopf nach unten. Der geht zu einer Beerdigung. Ja. Na, was kommt noch? Ja, der, das ist auch einfach. Das muss ein Eisenbahner sein. Und der sucht gerade seine Bahn. Ah, der, das ist interessant. Den muss ich mal fragen, was der wohl macht. Guten Tag. Oh, guten Tag. Einen Moment bitte, ich möchte nämlich was raten. Ich würde sagen, Sie kommen aus dem Wald. Und da... Moment, da ist was. Ja. Da ist ein Blatt. Das ist ein Buchenblatt. Sie kommen aus dem Buchenwald. Mhm. Und Sie sind grün angezogen, eine grüne Jacke, grüne Strümpfe und schmutzige Stiefel. Sie sind ein Jäger. Nein, kein Jäger. Ich bin Förster. Förster? Wo haben Sie denn Ihre Flinte? Sie müssen noch eine Flinte haben. Eine Flinte oder Büchse habe ich selbstverständlich. Ah, ja. Aber die habe ich zu Hause im Waffenschrank. Ich habe ja noch wesentlich andere Dinge zu tun, als den ganzen Tag mit der Flinte rumzulaufen. Ah ja, Sie schießen nicht immer. Nein, ich schieße nicht immer. Das ist aber interessant. Da würde ich gerne mal mehr drüber wissen. Na ja, gut. Kann ich Sie nicht mal besuchen kommen? Ja, schießen Sie doch mal vorbei. Ah, gerne. Ja. Bis bald denn. Tschüss. Tschüss. Ja, und so bin ich dann in den Wald gefahren. Da hinten ist er ja schon. Und den Förster werde ich schon finden. Ich höre ihn doch sicher schießen. Ah, schön kühl hier. Nicht so heiß wie draußen auf der Straße. Und warum? Weil der Wald ein bisschen wie ein Kühlschrank funktioniert. Ja, im Wald schwitzt man nicht. Und es gibt so viel zu sehen. Überall Spuren von irgendwas. Und es riecht gut. Ah, ihr seid auch da. Kommt mal mit. Gehen wir mal auf Spurensuche im Wald. Hier gibt's doch sicher eine Menge Interessantes. Zum Beispiel dieser kuschelweiche grüne Teppichboden aus Moos. Na, den hätte ich gern zu Hause. Aber im Moment, muss ich jetzt... Nach rechts oder nach links oder wie? Hey, das ist eine Begrüßung.
Wer schmeißt denn hier mit Tannenzapfen? Und dann noch mit halben? Na, da haben wir doch wieder eine heiße Spur. Jetzt mal scharf nachdenken. Das kann doch nur ein Tier gewesen sein. Und hat nur die eine Hälfte abgenagt. Das kann eigentlich nur ein Eichhörnchen gewesen sein. Aha, ja, da ist es. Nur halt doch mal still. Ja. Ja, der muss mir den Tannenzapfen auf den Kopf geschmissen haben. Und hier ist der Beweis, würde der Kommissar sagen. Das sind die Reste seiner Mahlzeit. Ziemlich unordentlich, der Kleine. Das ist der abgenagte Zapfen und die leeren Schuppen. Ja, vorhin waren sie noch voll. Da waren Samenkörner drin. Alles weggefressen. Hier auch. Nee, Moment. Das hier sieht anders aus. Diese Zapfen sind ja ganz abgefressen. Oben und unten. Das war nicht derselbe Täter. Der war's. Die Haselmaus. Von der ist nämlich bekannt, dass sie die Tannenzapfen ganz abnagt. Aber Bären mag sie auch. Und die nagt sie genauso sauber ab wie die Tannenzapfen. Ein sehr ordentliches Tier. So, auf zum nächsten Tatort. Mann, da macht sich doch jemand sehr verdächtig. Wo kommt denn das her? Huch. Ah, da. Nee, es kommt von da. Aha, der war's. Der Specht. Ja, wenn einer so laut klopft, dann darf er sich nicht wundern, wenn man ihm auf die Spur kommt. Aber er tut ja nichts Verbotenes. Er baut sich eine Höhle. In dieses harte Holz hinein. Das ist eine Leistung. Und dabei kriegt er noch nicht mal Kopfschmerzen. Was für ein schöner, runder Eingang. Frühstückspause. Und dazu muss er sich nichts mitnehmen, denn überall in der Rinde sind kleine Würmer und Insekten. Und der Specht hat einen Mehrzweckschnabel. Damit kann er sie auch leicht rausholen. So macht er das. Da ist die Raupe, tief im Holz. Hat sie. Na, was gibt's denn sonst noch so? Aha, sehr interessant. Das nehme ich mit. Ich zeig's euch später. Oh oh. Da braut sich was zusammen. Jetzt geht's los. Das kann auch nur mir passieren. Es regnet und ich habe keinen Schirm mit. Aber wozu gibt's denn Bäume? Ich stell mich einfach drunter und bleib trocken. Ein Baum ist doch ein prima Regenschirm. Naja, so prima auch wieder nicht. Gehe ich eben ein bisschen weiter nach hinten. So, alles klar. Nee, das Dach hat Löcher. Aber hier hinten am Stamm, da ist es gemütlich.
gemütlich. Na, ich glaube, hier tropft es nur noch von den Blättern. Und draußen ist vielleicht schon alles trocken. Tatsächlich. Hat aufgehört. Aber dafür ist der Fußboden nass. Und wie? Das ist ja wie ein nasser Schwamm. Hier, guckt mal, was da alles rauskommt. Der Wald hat das Wasser richtig festgehalten. Und das ist gut so. Denn sonst würde es hier vielleicht so aussehen. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, wenn kein Wald da ist, vertrocknet das Land. Und dann wächst da überhaupt nichts mehr. Es wird trostlos. Ich kenne da einen Fuchs, der hat das selbst erlebt. Dieser Fuchs lebte in einem Wald. Hier hatte er seinen Bau und hier fühlte er sich wohl. Er kannte die Vögel in den Bäumen und auch das große Wildschwein. Oft regnete es tagelang und dann saß der Fuchs in seinem Bau und langweilte sich. Regenwetter mochte er nicht. Die Bäume aber brauchten Regen, damit sie wachsen konnten. In seinem Nachbarbaum tropfte der Regen von Blatt zu Blatt in das Moos und in die Erde. Und dort hielten die Wurzeln die Regentropfen, die der Baum brauchte, fest. Die anderen kamen als Quelle wieder aus der Erde. Und aus dieser Quelle entstand der Bach, der in das Dorf hinunterfloss. Manchmal, wenn das Wetter wieder schön war, schlich der Fuchs am Ufer des Baches entlang hinunter ins Dorf. Er sah, wie die Kinder am Bach planschten und die Männer Fische angelten. Eines Morgens hörte der Fuchs einen fürchterlichen Lärm. Männer waren in den Wald gekommen mit großen Wagen und Sägen. Die Menschen brauchten das Holz und wollten es verkaufen. Deshalb fällten die Männer die Bäume. Ein Baum nach dem anderen krachte auf den Boden und die Erde zitterte. Die Vögel flogen fort und viele mussten ihre Nester mit den Eiern zurücklassen. Und auch die Wildschweine bekamen Angst. Als die Männer die Säge auch an seinen Nachbarbaum legten, rannte der Fuchs davon, so schnell wie er konnte. Er lief über Wiesen und Felder und kam endlich wieder in einen Wald. Dort fand er auch das große Wildschwein wieder und die Vögel aus seinem Nachbarbaum. Hier wollte er bleiben und sich einen neuen Bau suchen. Als eine lange Zeit vergangen war, beschloss der Fuchs eines Tages, seinen alten Bau wieder zu besuchen. Er lief über Wiesen und Felder und endlich kam er dorthin, wo einmal sein Wald gewesen war. Aber er sah keine Bäume mehr, keine Vögel und auch keine Quelle. Nur noch Baumstümpfe, Steine und ausgetrocknete Erde. Hier, dachte der Fuchs, kann ich wirklich nicht mehr leben. Und wo ein Fuchs nicht leben kann, da können wir auch nicht mehr leben. Hier standen früher mal Bäume. Wir müssen aufpassen, sonst gibt es immer mehr Steinwüsten und immer weniger Wald. Richtig, wo ist eigentlich der Förster? Ich habe noch keinen Schuss gehört. Was ist denn das? Ein Gartenzaun, mitten im Wald. Was machen die denn da drüben? Ja, das könnten Gärtner sein, aber was pflanzen die denn da an? Und warum kann ich hier nicht rein? Hallo? Ja? Ach, Sie sind's. Grüß Gott. Ah, der Herr Förster. Ja, ja. Darf ich mal? Ja, kommen Sie rein. Mhm, danke. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie auch ein Gärtner sind. Guten Tag. Ja, guten Tag. Gut. Sagen Sie, ich sehe hier gar keine Blumen oder Gemüse oder sowas. Was pflanzen Sie eigentlich an hier? Ja, wir pflanzen hier Waldbäume. Aha, aha. Bäumchen? Ja, ach, Sie pflanzen ja kleine Bäume. Und die Kollegen da drüben auch, ja? Ja, die pflanzen die Bäume. Die pflanzen Bäume. Und ich dachte immer, die wachsen von alleine. Naja, tun sie sicher auch. Nur nicht so gut.
Aber sagen Sie mal, pflanzen Sie auch Tannen an? So kleine Tannenbäume? Ja, sicher. Tannen, Eichen, Buchen. Ah, dann weiß ich auch, warum hier ein Zaun ist. Zu Weihnachten kommen vielleicht eine ganze Menge Leute und klauen sich die kleinen Tannenbäumchen weg. Ist das so? Ja, die Frage ist an sich berechtigt. Aber der Hauptgrund des Zauns ist hier das Wild. Das Wild würde die Kultur also stark verbeißen. Verbeißen? Was wollen wir lange drüber reden? Ziehen wir los und sehen uns doch an. Na, schauen Sie sich mal die Buche an. Was, das soll eine Buche sein? Da soll ein Baum draus werden? Ja, da wird eben keiner draus. Jeden Tag fressen die hier die kleinen Triebe ab. Aha, naja, dann kann er ja auch nicht so groß werden wie der da zum Beispiel. Ja, der hat 180 Jahre gebraucht, bis er so groß und dick geworden ist. 180 Jahre? Das heißt also, wenn Sie das kleine Bäumchen anpflanzen, dann kann ja erst Ihr Enkel das Holz ernten. Ja, frühestens. Da pflanzen Sie also mühselig Ihre Bäumchen und die lieben kleinen Rehe fressen Ihnen alles wieder weg. Aber eins ist doch seltsam, man sieht ja gar nicht so viel Rehe, nicht? Ja, erstens sind die doch tagsüber sehr scheu und zweitens schieße ich ja auch welche. Aha, Sie schießen also doch? Ja, ja. Ich muss ja auf irgendeine Art und Weise hier sehen, dass das natürliche Gleichgewicht erhalten bleibt. Ja. Und das Wild hat selbstverständlich hier seinen Platz. Auch der Wald will wachsen. Ja, natürlich. Dann schießen Sie also ab und zu mal ein Reh, damit es nicht so viele werden. Ja. Sie sind also doch ein Jäger. Oh, da hat mich was gebissen. Wir stehen ja mitten auf einer Ameisenstraße. Sehen Sie den Haufen da? Na, das ist doch wieder eine heiße Spur. Führt dahin, zum Haufen. Na, schauen wir uns doch mal ein bisschen um auf der Ameisenstraße. Viel Verkehr ist ja nicht. Sind alle ein bisschen nervös. Aber die da, die hat ein Problem. Dieser Zweig muss mit. Das ist Baumaterial für den Haufen. Na, die hier suchen noch was Passendes. Ja, hier ist ja was los. Das ist ja eine Ameisenautobahn. Alles rennt kreuz und quer durcheinander und... Nee, Moment, das stimmt nicht. Jede Ameise weiß genau, was sie tun muss. Zum Beispiel Stöckchen schleppen. Oder die Jungen herumtragen. Ja, diese weißen Eierchen, das sind Ameisenpuppen, die Jungen eben. Und die müssen mal in die Sonne und mal in Schatten. Und da heißt es, schleppen, schleppen, schleppen. Und da muss noch mehr geschleppt werden. Die Nahrung. Viele Ameisen brauchen viel zu fressen. Und diese Larve hier war etwas unvorsichtig. Ein Biss, ein bisschen Ameisensäure. Und jetzt ist sie betäubt und gelähmt. Sie wird abtransportiert. Sieht aus wie eine Bratwurst. Nur zwei Ameisen schleppen so einen dicken Brocken. Das ist Knochenarbeit. Da kann es dann auch mal vorkommen, dass eine Ameise schlapp macht, einfach nicht mehr kann. Und da passiert dann was Großartiges. Sie stellt sich hin und bettelt und wird von einer anderen gefüttert. Sie bettelt mit den Fühlern, da sieht man es deutlich, und kriegt tatsächlich was ab. Also, ich finde das fabelhaft. Stellt euch vor, ihr steht auf der Straße und habt Hunger. Und jemand kommt vorbei und steckt euch Schokolade in den Mund. So, gleich ist sie wieder gestärkt und schon geht's weiter. Ab damit in die Speisekammer. Und die ist groß. Da landen an jedem Tag zentnerweise Raupen und Würmer und Insekten. Und das ist gut so, denn die meisten davon sind Schädlinge. Also sind die Ameisen unsere Freunde. Und deshalb ist so ein Haufen gut für den Wald. Macht ihn nicht kaputt. Da sind sie wieder. Wer? Wo? Na, die habe ich gern. Ja, was sind denn das für Tiere? Ja, ganz spezielle Art von Tieren. Aha. Die wohnen nicht im Wald, aber schleppen jede Menge herein. Was schleppen sie denn rein? Ja, bei schönem Wetter. Riesige Mengen vom Futter. Aha. Da, jetzt geht's wieder los. Ah ja, darf ich auch mal sehen? Mhm.
Na sowas. Das ist ja Ding. Hopp, hopp, hopp. Der will hopp. Ich glaube, wir sind fertig mit dem Essen. Wollen wir uns den Futterplatz doch mal ansehen? Meine Güte, alles voller Flaschen und Tüten und Plastik. Das vergammelt doch nicht, das könnten die doch mitnehmen. Machen die das alle so? Gott sei Dank, nicht alle. Ah. Es gibt auch welche, die der Förster ganz gerne in den Wald sieht. Aha. Hm? Schauen Sie mal. Ah. Ja, machen wir noch einen Keks und jetzt müssen wir alles gut verpacken. Ja, passt auf, wir müssen alles genau. Bis dahin, ne? Stimmen wir jetzt? Ja, nur wenn alles weg ist. Da ist noch Papier, gib mir das noch mal. Alles muss weggeräumt werden. Jetzt ist aber alles weg. Ja, nun könnt ihr loslaufen. Aber nicht zu weit. Komm, Fabi! Meine Mutter hat doch gesagt, wir dürfen nicht so weit weg. Ach, du hast nur Angst. Selber Angst. Na schön, ich sonne mich. Sonnen finde ich langweilig. Hoffentlich gibt's keinen Regen. Es gibt keinen Regen, ist doch schönes Wetter. Und wenn es nun doch Regen gibt? Es gibt keinen Regen. Aber wenn es nun doch Regen gibt, was dann? Dann stellen wir uns unter. Wo? Unter die Bäume. Da regnet's doch durch. Dann suchen wir uns eine Höhle. Hier gibt's keine Höhle. Dann bauen wir uns eine. Gut. Hey, Höhle bauen. Der ist doch viel zu dick. Oder ist ein Astgabel. Das kann auch nicht gehen. Du kannst schon mal Zweige sammeln. Wir brauchen noch massig. Meinetwegen. Jetzt geh du mal und hol Äste. Ich will auch mal bauen. Na schön. Du kannst so lange weiterbauen. Und ich gehe auf die Yacht. Und was willst du jagen? Rehe, Hirsche und Hasen. Und wie? Schießen. Die lachen sich ja tot. Umso besser, dann kriege ich sie leichter. Sag mal lieber Bären.
Hier sind die Beeren. Oh, toll ist die geworden. Richtig toll. Die Beeren sind, habe ich gefragt. Die Kinder und ich haben Hunger. Ich habe keine gefunden. Da habe ich Würstchen mitgebracht. Igitt, das sind ja Tannenzapfen. Die kann man doch nicht essen. Nur Spaß. Wir können doch so tun, als ob. Ob das durchregnet? Toll hier. Komm doch auch rein. Kuschelig, ne? Hoffentlich gibt's bald Regen. Na, die haben's gut in ihrer Laubhütte. Ich musste ja wieder nach Hause, aber es hat sich gelohnt. Ihr erinnert euch doch, ich war im Wald. Da habe ich gesammelt und auch was mitgebracht. Tannenzapfen, Kiefernzapfen und Blätter. Jetzt werdet ihr sagen, was ist denn an Blättern so Interessantes? Ich zeig's euch. Ich liebe Blätter. Denn Blätter sind unheimlich schön, wenn man sie sich mal genau anschaut. Ja, ist das nicht schön, die vielen Äste und Ästchen? Und es gibt davon so viele Sorten. Und deshalb habe ich mir auch eine Blättersammlung angelegt. Hier. Da habe ich verschiedene Blätter einfach in eine Blättersammlung, hier, in ein Fotoalbum geklebt. Viele verschiedene Sorten und Größen. Ja, das könnt ihr auch ganz leicht. Und wenn ihr dann noch wisst, von welchen Bäumen die Blätter stammen, dann kann man es ja noch da drüber schreiben. Hm? Sehr schön. Ja, und das ist ganz einfach zu machen, sowas. Ich zeig's euch mal. Da nimmt man sich einfach ein dickes, schweres Buch. Ja, nehmen wir das mal. So. Und da legt man dann einfach das Blatt, ja, irgendwo zwischen die Seiten. So. So. Buch zu und 14 Tage oder so warten und dann sind die Blätter schön trocken und ganz flach und man hat eine fabelhafte Blättersammlung. So wie ich hier. Ja. Oh, das hier, das ist auch ganz interessant. Da habe ich mal versucht, Blätter zu finden, die genau gleich aussehen. Aber ich habe es nicht geschafft. Die hier, die sind alle ungefähr gleich, aber eben nur ungefähr. Und deshalb glaube ich, dass es auf der ganzen Welt keine zwei Blätter gibt, die genau gleich aussehen. Aber wer weiß, vielleicht findet ihr solche Blätter. Geht doch mal in den Wald. Und wenn ihr da zwei Blätter findet, die genau gleich aussehen, dann schickt sie mir. Hm? Gut. Pusteblume. Das kann auch nicht gehen. Du kannst schon mal Zweige sammeln. Wir brauchen noch massig. Meinetwegen. Bauen. Na schön, du kannst so lange weiterbauen. Und ich gehe auf die Yacht. Und was willst du jagen? Rehe, Hirsche und Hasen. Und wie? Schießen. Die lachen sich ja tot. Umso besser, dann kriege ich sie leichter. Sag mal lieber Bären.
Oh, hier. Wo sind die Beeren? Der ist doch viel zu dick. Oder ist eine Ausgabe? Das kann auch nicht gehen. Du kannst schon mal Zweige sammeln. Wir brauchen noch massig. Meinetwegen. Ich will auch mal bauen. Na schön, du kannst so lange weiterbauen. Und ich gehe auf die Yacht. Und was willst du jagen? Rehe, Hirsche und Hasen. Und wie? Schießen. Die lachen sich ja tot. Umso besser, dann kriege ich sie leichter. Sag mal lieber, Bären. Den nicht kaputt. Da sind sie wieder. Wer? Wo? Na, die habe ich gern. Ja, was sind denn das für Tiere? Ja, ganz spezielle Art von Tieren. Aha. Die wohnen nicht im Wald, aber schleppen jede Menge herein. Was schleppen sie denn rein? Ja, bei schönem Wetter. Riesige Mengen vom Futter. Aha. Da, jetzt geht's wieder los. Ah ja, darf ich auch mal sehen? Mhm. Na sowas. Das ist ja Ding. Hopp, hopp, hopp. Ja, wir müssen an. Nein, nein, nein. Wir müssen an. Nein, nein, nein. Wir sind fertig mit dem Essen. Wollen wir uns den Futterplatz doch mal ansehen? Meine Güte, alles voller Flaschen und Tüten und Plastik. Das vergammelt doch nicht, das könnten die doch mitnehmen. Machen die das alle so? Gott sei Dank, nicht alle. Ah. Es gibt auch welche, die der Förster ganz gerne in den Wald sieht. Aha. Schauen Sie mal. Ah. Ja, machen wir noch einen Keks und jetzt müssen wir alles gut verpacken. Ja, passt auf, wir müssen alles genau
dahin, ne? Das dürfen wir jetzt? Ja, nur wenn alles weg ist. Da ist noch Papier, gib mir das noch mal. Alles muss weggeräumt werden. Jetzt ist aber alles weg. Ja, nun könnt ihr loslaufen. Aber nicht zu weit. Komm, Fabi! Deine Mutter hat doch gesagt, wir dürfen nicht so weit weg. Ach, du hast nur Angst. Selber Angst. Na schön, ich sonne mich. Sonnen finde ich langweilig. Hoffentlich gibt's keinen Regen. Es gibt keinen Regen, ist doch schönes Wetter. Und wenn es nun doch Regen gibt? Es gibt keinen Regen. Aber wenn es nun doch Regen gibt, was dann? Dann stellen wir uns unter. Wo? Unter die Bäume. Da regnet's doch durch. Dann suchen wir uns eine Höhle. Hier gibt's keine Höhle. Dann bauen wir uns eine. Gut. Hey, Höhle bauen. Ruhe sein, da soll ein Baum draus werden? Ja, da wird ihm keiner draus. Jeden Tag fressen die hier die kleinen Triebe ab. Aha, naja, dann kann er ja auch nicht so groß werden wie der da zum Beispiel. Ja, der hat 180 Jahre gebraucht, bis er so groß und dick geworden ist. 180 Jahre? Das heißt also, wenn Sie das kleine Bäumchen anpflanzen, dann kann ja erst Ihr Enkel das Holz ernten. Ja, frühestens. Da pflanzen Sie also mühselig Ihre Bäumchen und die lieben kleinen Rehe fressen Ihnen alles wieder weg. Na ja. Aber eins ist doch seltsam, man sieht ja gar nicht so viel Rehe, nicht? Ja, erstens sind die doch tagsüber sehr scheu und zweitens schieße ich ja auch welche. Aha, Sie schießen also doch? Ja, ja. Ich muss ja auf irgendeine Art und Weise hier sehen, dass das natürliche Gleichgewicht erhalten bleibt. Ja. Und das Wild hat selbstverständlich hier seinen Platz, aber auch der Wald will wachsen. Ja, natürlich. Dann schießen Sie also ab und zu mal ein Reh, damit es nicht so viele werden. Ja. Sie sind also doch ein Jäger. Ah! Oh, da hat mich was gebissen. Wir stehen ja mitten auf einer Ameisenstraße. Aha. Sehen Sie den Haufen da? Na, das ist doch wieder eine heiße Spur. Führt dahin, zum Haufen. Na, schauen wir uns doch mal ein bisschen um auf der Ameisenstraße. Viel Verkehr ist ja nicht. Sind alle ein bisschen nervös. Aber die da, die hat ein Problem. Dieser Zweig muss mit. Das ist Baumaterial für den Haufen. Na, die hier suchen noch was Passendes. Ja, hier ist ja was los. Das ist ja eine Ameisenautobahn. Alles rennt kreuz und quer durcheinander und... Nee, Moment, das stimmt nicht. Jede Ameise weiß genau, was sie tun muss. Zum Beispiel Stöckchen schleppen. Oder die Jungen herumtragen. Ja, diese weißen Eierchen, das sind Ameisenpuppen, die Jungen eben. Und die müssen mal in die Sonne und mal in den Schatten. Und da heißt es schleppen, schleppen, schleppen. Und da muss noch mehr geschleppt werden, die Nahrung. Viele Ameisen brauchen viel zu fressen. Und diese Larve hier war etwas unvorsichtig. Ein Biss, ein bisschen Ameisensäure und jetzt ist sie betäubt und gelähmt. Sie wird abtransportiert. Sieht aus wie eine Bratwurst. Nur zwei Ameisen schleppen so einen dicken Brocken. Das ist Knochenarbeit. Da kann es dann auch mal vorkommen, dass eine Ameise schlapp macht. Ein Gartenzaun. Mitten im Wald. Was machen die denn da drüben? Ja, das könnten Gärtner sein, aber was pflanzen die denn da an? Und warum kann ich hier nicht rein? Hallo? Ja? Ach, Sie sind's. Grüß Gott. Ah, der Herr Förster. Ja, ja. Darf ich mal? Ja, kommen Sie rein. Mhm, danke. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie auch ein Gärtner sind. Gärtner. Guten Tag. Ja. Ja, guten Tag. Sagen Sie, ich sehe hier gar keine Blumen oder Gemüse oder sowas. Was pflanzen Sie eigentlich an hier? Ja, wir pflanzen hier Waldbäume. Aha, aha. Bäumchen? Ja, ach, Sie pflanzen kleine Bäume. Und die Kollegen da drüben auch, ja? Ja, die pflanzen die Bäume. Und ich dachte immer, die wachsen von alleine. Naja, tun sie sicher auch. Nur nicht so gut.
Aber sagen Sie mal, pflanzen Sie auch Tannen an, so kleine Tannenbäume? Ja, sicher. Tannen, Lärchen, Buchen. Dann weiß ich auch, warum hier ein Zaun ist. Zu Weihnachten kommen vielleicht eine ganze Menge Leute und klauen sich die kleinen Tannenbäumchen weg. Ist das so? Ja, die Frage ist an sich berechtigt. Aber der Hauptgrund des Zauns ist hier das Wild. Das Wild würde die Kultur also stark verbeißen. Verbeißen? Was wollen wir lange drüber reden? Ziehen wir los und sehen uns doch an. Schauen Sie sich mal die Buche an. Was, da soll eine Buche sein? Da soll ein Baum draus werden? Ja, da wird ihm keiner draus. Jeden Tag fressen die hier die kleinen Triebe ab. Aha, naja, dann kann er ja auch nicht so groß werden wie der da zum Beispiel. Ja, der hat 180 Jahre gebraucht, bis er so groß und dick geworden ist. 180 Jahre? Das heißt also, wenn Sie das kleine Bäumchen anpflanzen, dann kann ja erst Ihr Enkel das Holz ernten. Ja, frühestens. Da pflanzen Sie also mühselig Ihre Bäumchen und die lieben kleinen Rehe fressen Ihnen alles wieder weg. Na ja. Aber eins ist doch seltsam, man sieht ja gar nicht so viel Rehe, nicht? Ja, erstens sind die doch tagsüber sehr scheu. Und zweitens schieße ich ja auch welche. Aha, Sie schießen also doch? Ja, ja. Ich muss ja auf irgendeine Art und Weise hier sehen, dass das natürliche Gleichgewicht erhalten bleibt. Ja. Und das Wild hat selbstverständlich hier seinen Platz. Aber auch der Wald will wachsen. Ja, natürlich. Dann schießen Sie also ab und zu mal ein Reh, damit es nicht so viele werden. Ja, ja. Sie sind also doch ein Jäger. Oh, da hat mich was gebissen. Wir stehen ja mitten auf einer Ameisenstraße. Aha. Sehen Sie den Haufen da? Na, das ist doch wieder eine heiße Spur. Führt dahin, zum Haufen. Na, schauen wir uns doch mal ein bisschen um auf der Ameisenstraße. Viel Verkehr ist ja nicht. Sind alle ein bisschen nervös. Aber die da, die hat ein Problem. Dieser Zweig muss mit. Das ist Baumaterial für den Haufen. Buchen. Dann weiß ich auch, warum hier ein Zaun ist. Zu Weihnachten kommen vielleicht eine ganze Menge Leute und klauen sich die kleinen Tannenbäumchen weg. Ist das so? Ja, die Frage ist an sich berechtigt. Aber der Hauptgrund des Zauns ist hier das Wild. Das Wild würde die Kultur also stark verbeißen. Verbeißen? Was wollen wir lange drüber reden? Ziehen wir los und sehen uns doch an. Schauen Sie sich mal die Buche an. Was, da soll eine Buche sein? Da soll ein Baum draus werden? Ja, da wird ihm keiner draus. Jeden Tag fressen die hier die kleinen Triebe ab. Aha, naja, dann kann er ja auch nicht so groß werden wie der da zum Beispiel. Ja, der hat 180 Jahre gebraucht, bis er so groß und dick geworden ist. 180 Jahre? Das heißt also, wenn Sie das kleine Bäumchen anpflanzen, dann kann ja erst Ihr Enkel das Holz ernten. Ja, frühestens. Da pflanzen Sie also mühselig Ihre Bäumchen und die lieben kleinen Rehe fressen Ihnen alles wieder weg. Na ja. Aber eins ist doch seltsam, man sieht ja gar nicht so viel Rehe, nicht? Ja, erstens sind die doch tagsüber sehr scheu. Und zweitens schieße ich ja auch welche. Aha, Sie schießen also doch? Ja, ja. Ich muss ja auf irgendeine Art und Weise hier sehen, dass das natürliche Gleichgewicht erhalten bleibt. Ja. Und das Wild hat selbstverständlich hier seinen Platz. Aber auch der Wald will wachsen. Ja, natürlich. Dann schießen Sie also ab und zu mal ein Reh, damit es nicht so viele werden. Ja, ja. Sie sind also doch ein Jäger. Oh, da hat mich was gebissen. Wir stehen ja mitten auf einer Ameisenstraße. Aha. Sehen Sie den Haufen da? Na, das ist doch wieder eine heiße Spur. Führt dahin, zum Haufen. Na, schauen wir uns doch mal ein bisschen um auf der Ameisenstraße. Viel Verkehr ist ja nicht. Sind alle ein bisschen nervös. Aber die da, die hat ein Problem. Dieser Zweig muss mit. Das ist Baumaterial für den Haufen. Na, die hier suchen noch was Passendes. Ja, hier ist ja was los. Das ist ja eine Ameisenautobahn. Alles rennt kreuz und quer durcheinander und... Nee, Moment, das stimmt nicht. Jede Ameise weiß genau, was sie tun muss. Zum Beispiel Stöckchen schleppen. Oder die Jungen herumtragen. Ja, diese weißen Eierchen, das sind Ameisenpuppen, die Jungen eben. Und die müssen mal in die Sonne und mal in den Schatten. Und da heißt es schleppen, schleppen, schleppen. Und da muss noch mehr geschleppt werden, die Nahrung. Viele Ameisen brauchen viel zu fressen. Und diese Larve hier war etwas unvorsichtig.
Ein Biss? Also weiß genau, was sie tun muss. Zum Beispiel Stöckchen schleppen. Oder die Jungen herumtragen. Ja, diese weißen Eierchen, das sind Ameisenpuppen. Die Jungen eben. Und die müssen mal in die Sonne und mal in den Schatten. Und da heißt es schleppen, schleppen, schleppen. Und da muss noch mehr geschleppt werden. Die Nahrung. Viele Ameisen brauchen viel zu fressen. Und diese Larve hier war etwas unvorsichtig. Ein Biss, ein bisschen Ameisensäure und jetzt ist sie betäubt und gelähmt. Sie wird abtransportiert. Sieht aus wie eine Bratwurst. Nur zwei Ameisen schleppen so einen dicken Brocken. Das ist Knochenarbeit. Da kann es dann auch mal vorkommen, dass eine Ameise schlapp macht, einfach nicht mehr kann. Und da passiert dann was Großartiges. Sie stellt sich hin und bettelt und wird von einer anderen gefüttert. Sie bettelt mit den Fühlern, da sieht man es deutlich, und kriegt tatsächlich was ab. Also, ich finde das fabelhaft. Stellt euch vor, ihr steht auf der Straße und habt Hunger. Und jemand kommt vorbei und steckt euch Schokolade in den Mund. So, gleich ist sie wieder gestärkt und schon geht's weiter. Ab damit in die Speisekammer. Und die ist groß. Da landen an jedem Tag zentnerweise Raupen und Würmer und Insekten. Und das ist gut so. Denn die meisten davon sind Schädlinge. Also sind die Ameisen unsere Freunde. Und deshalb ist so ein Haufen gut für den Wald. Macht ihn nicht kaputt. Da sind sie wieder. Wer? Wo? Na, die habe ich gern. Ja, was sind denn das für Tiere? Ja, ganz spezielle Art von Tieren. Aha. Die wohnen nicht im Wald, aber schleppen jede Menge herein. Was schleppen sie denn rein? Ja, bei schönem Wetter. Riesige Mengen vom Futter. Aha. Da, jetzt geht's wieder los. Ah ja, darf ich auch mal sehen? Mhm. Na sowas. Das ist ja Ding. Hopp, hopp, hopp. Ja, wir sind.